weiter geht's hier mit The Witcher Teil 1. Mittlerweile sind wir bei Part 14 angekommen. Kaum zu glauben, wo die Zeit hin ist. Ja, wie gesagt, ich wollte ja meditieren, weil ich diese Scheine da, in den Scheinen da die Kerzen anzünden wollte. Und jetzt bin ich aus dem Dorf rausgekommen, habe gesehen, dass hier vorne Banditen stehen. Sehe ich aber, einer davon hat einen grünen Namen und sie werden mich wahrscheinlich nicht angreifen, oder ich hoffe es mal. Mal sehen. Was ist passiert? Fräulein Wessner hat unerbetene Gäste. Seid ruhig, Kopf! Okay. Das hört sich wohl doch nach Kämpfen an. Kannst nicht erwarten. Für wen hält er sich? Das werdet ihr bereuen. Hexer! Hilfe! Schwört ab! Ihr sind keine Ungeheuer! Schrumpfen euch die Eier, Schimmer? Ich zeige euch, was ein richtiger Mann für Eier hat. Werden ihr in Bälde verlieren? Bauernzwistigkeiten interessieren mich nicht. Wie werdet ihr in Bälde verlieren? Ha! So, den ersten haben wir down bekommen. Der mit seiner dicken Streitachse, der geht mir ein bisschen auf die Nüsse. Aber den werden wir uns auch gleich krallen. So, erstmal auf den Boden schmeißen, dass wir ein bisschen Ruhe haben. So. What the fuck is that? Wer bist du denn? Shit. Schnell mal auf den harten Kampfstil wechseln. Jawohl. Sehr gut. Helft mir. Helft ihr mir? Ich muss nach Hause. Gewiss doch. Gewiss doch. Ja, erst müssen wir dieses Biest hier besiegen. Das ist cool. Sehr gut. Hast du da hinten noch einen Wolf oder was? Überreste. Toll, was hat denn der? Ein Bier und Kirschnitten. Was hat der da? Essig. Ist der Hund ein Freund oder Feind? Ja, Kohle können wir immer gebrauchen, natürlich. So, was ist denn jetzt das Mädel? Wo will das hin? Wo willst du hin? Was kannst du? Ja, das war ja schon mal ein guter Auftakt für Part 14, ne? Ein bisschen geschnitzeltes. Ja. Wer so nett ist, bekommt immer sein Lohn. Oh Himmel, ey, wo willen die hin, die Olde? Ich weiß überhaupt nicht, wo die wohnt. Zu Großmutters Haus auf der Karte markieren. Großmutters Haus. Schrein. Okay, also scheinbar müssen wir da hin. Gruft, Hallenbrocks Haus, Lagerfeuer, Höhlen und den Mauer, Manipulator. Ja, Moment mal. Also wenn das jetzt blinkt, dann müssen wir wohl dahin. Ganz dumm bin ich ja nicht. Zu Großmutters Haus, rot markiert. Verfolgung beenden, nein. Dann laufen wir jetzt in Richtung Großmutters Haus. Und hoffen, dass die Prinzessin da hin und her läuft. Denn ich kenne den Weg nicht. Ist jetzt völlig blind, da den Weg dorthin zu finden. Auch wenn es diesen Questmarker hier gibt. Ich traue den Dingern nie über den Weg.
Ist die überhaupt noch hinter mir? Ja. Wat? Was ist denn jetzt los? Okay, ich konnte die Quest also nicht abschließen, wie ihr gesehen habt. Das ist halt die Frage, lade ich neu oder lasse ich es einfach gut sein? Na, ich lasse es mal, weil ich glaube nicht, dass das eine Hauptquest war. Von daher lasse ich es jetzt einfach mal. Quests, die Spur der Salamandra, Geheimnisse der Hexe. Der Anführer, der irgendwie weiß, Geist von hier. Salamandra-Brosche dreht. Geist im Typ dieser Mörder. Lass das neue Hexe. Geheimnis. Von Monstern und Menschen. Quest markieren. Jawohl, und dann legen wir mal los. Hier ist der erste Schrein. So. Okay, das erste Kerzchen ist an. Ist doch wunderprächtig. Das war der erste Streich. Und der zweite folgt zugleich. Auf die Karte gucken. Jetzt haben wir noch ganz da vorne ist noch eins und dann die zwei hinter uns. Dann laufe ich erstmal hier vorne lang. Komischen Wölfe. Hexenhütte betreten. Fängt ja schon gut an. Gegner, die verschwinden auf dem Schlachtfeld. Bin begeistert. What the fuck? Ach, ein Reisender. Ich segne dich gleich mit meinem Schwert. Das kann ich gerne tun. So, jetzt haben wir den dritten Schrein gleich. What the fuck? Shit. Töte ihn. Los. Get down. Okay, also mit dem Kampfstil muss ich noch einiges lernen. Das sehe ich ein. So, jetzt wird es interessant. Jetzt kann ich eine ganze Ecke zurücklaufen, um zu den anderen beiden Schreinen zu gelangen. Das macht gar nichts. Was mich jetzt am meisten ärgert, ich werde schon wieder von hinten verfolgt. Das nervt mich gar ein bisschen. Oh, mein Bauch, oh, tut der weh.
Sonst aber alles klar, ja. Fuck, ey. Die sind ja hier überall, ey. Okay, ich muss genau geradeaus. Ja. Ich laufe ja schon. Ich muss ganz außen rum. Da wo ich eben hinkomme. Dip, dip, diddly, dip, 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 dip. Hey, wer bist du? Dip, 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 dip. So, den habe ich schon. Boah. Wie süß. Okay, den habe ich glaube auch abgeschüttelt. Ab im Sinne von abgehauen. So. Bin ich mal gespannt. Wo ist der nächste? Der eine war noch, glaube ich, mitten im Dorf, wenn ich das eben nicht gesehen habe. War der eine doch mitten in dem Zentrum. Hier steht noch einer. Der andere war, glaube ich, mitten im Dorf. Hau ihn, Blatt. So, ach, was sind noch zwei? Ich glaube, ich kann gleich mal einen Heiltrank gebrauchen. So, und der letzte. Komm. Sehr schön. Forward. Ich finde das so cool, wie der das Schwert hält. Also dafür gibt es einen dicken Pluspunkt an die Macher. Muss man echt sagen. Dickes Plus. So, dann dürfte das hier jetzt der letzte Schein sein. Warum überrascht mich das jetzt nicht? Komm her, Bestie. Komm her, du Biest. So, wann ist alle? Schön. So. Abgegeben. So, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder.